Ich begrüße Sie hier zur Aufzeichnung meines Angebotes, was ich anlässlich der Veranstaltung bei der IHK gemacht habe. Ich hatte angeboten, dass man an einem Live-Online-Learning teilnehmen kann. Und als Fallbeispiel hatte ich beschrieben, dass man Online-Self-Assessments machen könnte, beispielsweise mit dem SOFIA-Testing-System. Das kommt aus Österreich, aber das ist mittlerweile weltweit verbreitet und eben auch mit Kahoo. Fangen wir hier mit SOFIA an. Ich kenne es von meiner Tätigkeit als ECDL-Trainer und Prüfer. Da kann man einerseits echte Prüfungen mitmachen und andererseits auch schon testen, wie weit haben die Kandidaten für die Zertifikatstests schon das notwendige Know-how drauf. Da gibt es dann die Diagnosetests. Diagnosetests sind viel umfangreicher als die echten Tests. Die dauern nur 45 Minuten. Für die Diagnosetests, da kann man also schon fast das Doppelte ansetzen oder wenn man ein bisschen probiert, dann vielleicht auch bis zu 2 Stunden. So einen Diagnosetest will ich jetzt mal zeigen und zwar nur die Demo-Version. Für die voll funktionsfähige Version, da müssten Sie 10 € zahlen. Beziehungsweise ich müsste das zahlen, wenn ich es Ihnen vorführe, aber so viel Zeit hatten Sie dann gar nicht. Es gibt hier die Plattform, wo man das erwerben kann, diesen Schlüssel. Und da sehen Sie, hier steht auch schon ECDL-Diagnosetests mit Prüfungssystem SOFIA. Man erwirbt für 10 €, das heißt 8,40 € plus 1,60 € Mehrwertsteuer, erwirbt man eben solche Schlüssel und die kann man einsetzen für alle ECDL-Module für einfache oder für Standard oder für fortgeschrittene Kenntnisse. Üblich sind da eben alles, was da von Microsoft kommt, ab Excel 2010, ne, bis zur aktuellen Version Word, Access, PowerPoint, Outlook oder eben auch mehr theoretische Prüfungen zum Datenschutz, DSGVO und so weiter. Ne, da gibt es jeweils einen Test. Und da kann man dann also für 10 € sowas erwerben. Gibt dann auch eine Rechnung, ist hier unten beschrieben, oder ich zahle das dann immer, wenn ich das brauche, per Kreditkarte. So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben sowas erworben oder ich habe hier einen Demoschlüssel, den ich im Kopf habe, den Sie aber auch einsetzen können, wenn Sie das Gleiche mal an Ihrem eigenen Rechner nachvollziehen möchten. Und das können Sie ja auch schon, wenn Sie beispielsweise hier mit dem Video mal nachschauen, ob das denn auch so läuft, wie ich das hier beschreibe. So, ich schließe hier mal dieses wieder und schließe auch alle Anwendungen, weil ich will jetzt zeigen, wie so ein Diagnosetest mit dem Prüfungssystem SOFIA funktioniert. Einsetzen kann man das, das will ich vielleicht vorweg auch noch sagen, für die Beurteilung der Kenntnisse, entweder für sich selbst oder für Menschen, die sich bei Ihnen als Auszubildende bewerben oder als Neueinstellungen. Ne, die möchte man wissen, wo muss man die denn eventuell noch schulen? Was können sie schon in Excel oder Word oder Access oder PowerPoint? Und das ist für den HR-Bereich natürlich sehr wichtig oder auch für die Fachabteilung. Das kann man natürlich auch für Schulen machen, wenn man an der Schule eben mit den Schülern probt, ob man da schon Prüfungsreife hat, dann geht man einfach mal mit den Schülern so einen Test durch, gibt denen die Prüfungsdaten, die also in diesem Diagnosetest bereitgestellt werden, herunterladbar sind, und dann macht man das mit denen gemeinsam und dann kostet das auch nur 10 €, wenn dann da 20 Schüler mit dem eigenen Notebook davor sitzen und machen diese Prüfung und dann wissen sie hinterher selbst, ob sie schon so weit sind, dass sie da diese 75% Minimum an Punkten erreichen. So, ich will das jetzt einfach mal zeigen. Ich schließe mal alle Anwendungen und rufe dann auch SOFIA auf. Das habe ich schon heruntergeladen. Das kann man also ganz einfach bei SOFIA Testing machen. So, da habe ich nämlich hier in meinem Download-Verzeichnis SOFIA schon runtergeladen vor ein paar Minuten oder heute Nachmittag. Da steht es auch, SOFIA 42 Kilobyte. Ich habe doppelt darauf geklickt. Die Version 335 vom Jahr 2019 ist das. Und da sehen wir dann auch gleich
Die ist gedacht für Zertifikatstests. Hintergrund mache ich das mal weg, für Zertifikatstests. Dann muss ich, um das durchführen zu können, vorher eine Prüfung anlegen als Session Manager, als Prüfungsleiter. Und das kann ich aber nur machen, wenn das eben zertifizierter Prüfungsraum ist und eine Aufsicht besteht. Also letztendlich muss ich die vorher anmelden, diese Prüfung, bei der Organisation, bei der DLGI hier in Deutschland oder bei entsprechenden österreichischen Computergesellschaften in Österreich oder wo auch immer auf der Welt. So, ich mache aber hier keinen Zertifikatstest, sondern einen Diagnosetest. Da habe ich darauf geklickt und dann gebe ich den Zugangscode ein. Das ist Demo 11CH. Das geht beliebig oft an jedem Ort, wo man das mal demonstrieren will. Dann klicke ich hier auf Weiter, habe ich gerade getan. Dann wird das gestartet. Dauert ein bisschen. Im Hintergrund wurde jetzt ein Laufwerk eingerichtet. Und ich klicke jetzt hier auf Demo 11CH. Ne, Demo CH, also wohl für die Schweiz ursprünglich eingerichtet. In der Realität habe ich hier eine riesige Liste, muss ich dann aufpassen, dass ich mich nicht vertue, weil wenn ich dann ausgewählt habe und habe den gestartet und ich stelle dann fest, ist doch nicht der richtige Test, dann habe ich die 10 Euro verloren, ne, weil man kann damit nur einmal so ein Modul auswählen und durchführen. So, hier kann ich mich nicht vertun, gibt ja nur eins, dann gehe ich auf OK. Dauert wieder ein bisschen. Und dann bekomme ich hier diesen Hinweis, Test starten. Bei den Zertifikatstests stehen hier oben die echten Namen und auch die Software, für die ich angemeldet bin, also dann nur eines von denen hier, Word, Excel, PowerPoint oder Datenschutz oder Outlook oder was auch immer. Hier habe ich eine Mixtur aus Betriebssystem, Word, Excel und Browser, insgesamt 8 Fragen, 2 Word, 2 Excel, 2 PowerPoint, 1 zum Browser und 1 zu Windows, glaube ich. Insgesamt kann ich also hier 9 Punkte machen. Hier habe ich bei den Diagnosetests keine Zeitbegrenzung. Ich kann ihn auch beliebig oft unterbrechen mit dieser Schaltfläche hier und dann wieder aufnehmen. Bei den Zertifikatsprüfungen muss ich das im Stück machen und werde beaufsichtigt. Ich darf zwischendurch also den Prüfungsraum nicht verlassen, sonst bin ich gleich durchgefallen und kann es nochmal machen. So, dann sollte man das also hier genau lesen. Wenn ich dann die Aufgabe abgeschlossen oder gelöst habe, dann klicke ich auf Antwort abgeben. Wenn ich viel rumprobiert habe und weiß nicht mehr genau, wie fing es dann eigentlich mal an, dann gehe ich hier auf Frage neu laden. Wenn ich dann beispielsweise, weil ich zwischendurch an meiner Arbeit mache eine halbe Stunde mal wieder was anders machen muss, dann gehe ich auf Unterbrechen, dann wird praktisch der Stand, den ich bis dahin erreicht habe, eingefroren. Und wenn ich das nächste Mal weitermache, dann gebe ich wieder meinen Code ein und kann da fortsetzen und die restlichen Fragen beantworten. Hier unten kommen dann auch, wie bei den richtigen Zertifikatstests, noch die wichtigen Hinweise genau durchlesen. Jedes Wort kann wichtig sein. Wichtig ist, dass man die Negation nicht übersieht, welche Antwort ist nicht richtig oder was auch immer da manchmal stehen kann. Bei den Office-Fragen eher nicht, kommt sowas nicht vor. Machen Sie nur das, was verlangt wird, ne? Keine Extrakür. Man muss sorgfältig schreiben, keine Tippfehler machen. Immer auch von den Dialogfeldern schließen, bevor die Antwort abgegeben werden. Und bei Excel, wenn man eine Zelle in eine Formel reinschreibt, dann muss man auch am Ende die Enter-Taste drücken, damit die Formel übernommen wird und dann erst abgeben. Dann sollte man, bevor man startet, alle Office-Dokumente schließen, weil hier wird Office dann neu angelegt, also mit der Umgebung, die Sie haben. Sophia erkennt, ob Sie Office 365 haben oder Office 2010. Und dann wird also auch entsprechend die Umgebung bereitgestellt. So, dann gibt es da noch ein bisschen technische Hinweise. Ich klicke jetzt einfach mal auf Test starten. Und man sieht den Bildschirmaufbau. Oben ist die Anwendung, wo ich geprüft werde. Und unten, da sind die Fragen, die ich bekomme, die ich zu beantworten habe. Und auch die Möglichkeit, Antwort abgeben, Frage neu laden oder überspringen.
oder unterbrechen steht hier unten, unterbrechen. So, dann habe ich hier meine erste Aufgabe. Ändern Sie im gesamten Dokument die Schriftart auf Calibri. Das steht hier unterhalb dieses dicken Striches. Das heißt, ich muss das ganze Dokument markieren. Das kann ich entweder mit Steuerung A machen oder dreimal am linken Rand klicken. Na, jetzt habe ich es getan. Na, Sie sehen, jetzt war ich endlich erfolgreich. Und dann sehe ich hier, das sieht aus nach Arial und Times. Und das soll Calibri sein im ganzen Dokument. Also wähle ich hier einfach Calibri aus. So, das habe ich getan. Na, dann klicke ich hier. Ich kann hier die Markierung noch rausnehmen, dann gehe ich hier auf Antwort abgeben, weil die erste Frage ist damit schon beantwortet. Die nächste wird geladen. Da habe ich jetzt wieder die Ausgangslage, auch wieder oben die Schrift Arial. Die sehen wir ja hier, Arial und hier ist Times. Also das wird jedes Mal wieder die Grundstellung für die nächste Frage bereitgestellt, weil man baut da nicht auf die vorhergehende Antwort drauf auf, sondern man stellt die Umgebung immer wieder erneut bereit. So, hier soll jetzt der linke und der rechte Seitenrand auf jeweils 3 cm eingerichtet werden. Wenn Sie mit Word sich auskennen, dann wissen Sie im Menüpunkt oder im Register Layout, da steht hier links und rechts der Rand. Da mache ich jetzt mal bewusst einen Fehler. Hier gebe ich 3 ein, das ist richtig, aber hier schreibe ich jetzt mal 4, soll ja auch 3 sein. Da müsste ich dann hinterher auch sehen, was passiert bei der Beurteilung. So, ich gebe, nachdem ich das jetzt gemacht habe, die Antwort ab. Also Dialogfelder könnte man jetzt noch schließen. So, die wird dann also gleich falsch sein. Jetzt habe ich vorher nicht Word geschlossen. Das kann ich jetzt noch nachholen. Ja, kann jetzt die Frage neu laden. Wenn ich mir nicht sicher bin, sehen, jetzt werde ich gefragt, ob ich das wirklich will. Und mache dann auch noch ein Vollbild, damit ich den Bildschirm möglichst komplett ausnutzen kann. So, jetzt lese ich mir da unten die dritte Frage durch. Berechnen Sie in Zelle B32, das ist hier unten, B32 mit einer Funktion, also die Funktionstaste, den Durchschnitt der Werte im Bereich B26 bis B30. Da gibt es, das wissen Sie, einmal die Möglichkeit hier Mittelwert zu nehmen. Ja, und dann kann ich hier die Enter-Taste drücken und da sehe ich, oh, da ist aber was schief gegangen. Der hat nämlich hier nicht B30 genommen, sondern B31 sehen. Man kann dann, wenn man seinen Fehler noch sieht, auch direkt reingehen und hier mit der Entfernen-Taste die 1 wegmachen und die 0 hin. Ja, das ist dann jetzt die richtige Lösung und dann gehe ich hier noch auf den Haken oder drückt die Enter-Taste und dann habe ich hier mein Ergebnis und das kann ich jetzt auch abgeben. So, das war jetzt schon die zweite Frage zu Excel. Das kommt jetzt, die zweite Frage. Mache Vollbild und da soll, so steht es hier unten, formatieren Sie die Zelle B21, hier mit Prozent, das ist hier. Und einem Dezimalzeichen, das ist hier. So, mehr ist es nicht. Kann man schnell auf Antwort abgeben klicken. Ich will sie ja nicht allzu lange aufhalten. So, jetzt kommt aber was anderes. Öffnen Sie das Eigenschaftenfenster im Laufwerk P. Also das ist jetzt eine Windows-Frage. Und da kann ich zum Beispiel, wenn ich das immer so mache, mit der Windows-Taste und E den Explorer aufrufen. Mache hier auch wieder Vollbild, damit das ja so übersichtlicher ist, dann ist hier durch das SOFIA-System ein Laufwerk P angelegt worden. Das passiert nur bei der Prüfung, also wenn Ihr Rechner gar kein Laufwerk P hat, während der Diagnoseprüfung oder während der echten Prüfung hat er eins. Und da gehen Sie zu SOFIA-Test, da habe ich doppelt drauf geklickt. Da ist also jetzt das Laufwerk P und da sieht man auch, da ist was drin. Dann drücke ich hier die rechte Maustaste, gehe auf Eigenschaften und da sehe ich, wie viel Platz hier noch frei ist oder wie viel schon belegt ist. Mehr sollte ich hier nicht machen. Wie viel freier Speicher wird angezeigt oder wie kann ich das machen? Dann gehe ich auf Antwort abgeben. So, jetzt kann ich hier das Ganze auch schließen. So, dann habe ich hier die sechste Frage. Da ist wieder der SOFIA-Ordner gefragt
Und zwar ein Unterordner, der heißt Arbeit, da klicke ich rauf. Und da soll jetzt der Ordner, der Inhalt, der irgendwo in einer Datei kommt das Wort Tablet vor. Schreibe ich jetzt hier mal rein, Tablet. Und er hat das schon gefunden. Wenn er es nicht gefunden hätte, hätte ich hier bei Suchen noch sagen müssen, die Suche, wo haben wir denn hier, Suchen, erweiterte Option, ne? Das ist, und da muss, damit man das findet, Dateiinhalte angehakt sein, ne? Und das ist also wichtig, sonst finde ich also nicht, wenn Tablet irgendwo in der Datei steht, sondern nur, wenn es im Dateinamen vorkommt. So, das habe ich jetzt gefunden und dann soll ich hier daraus machen, das Ding soll heißen Computer. Also soll nicht mehr PC heißen, sondern Computer. So, und dann drücke ich die Enter-Taste. Und dann taucht es jetzt natürlich nicht mehr auf, weil jetzt ist ja die Suche geändert worden. So, ich gehe jetzt auf Antwort abgeben. Jetzt habe ich eine Frage, da geht es um Browser. Ist das, glaube ich, ja, das sind Browserkenntnisse. Wie heißt eine Textdatei, in der Informationen über den Besuch und über die Nutzung einer Webseite gespeichert werden? Das wissen Sie natürlich, das ist das Cookie. Und dann gehe ich hier auch auf Antwort abgeben. Und jetzt bin ich fast fertig. Jetzt kommt noch was zum Browser. Aktivieren Sie den Link Home. Das ist hier vorne, dieses hier. Habe ich ja schon. Und speichern Sie Informationsblatt im Ordner Sophia Test. Das heißt, ich muss erstmal auf so Informationsblatt draufklicken. Dann wird es geöffnet. Dann betätige ich die rechte Maustaste, wähle Speichern unter. Betätige da, ja, Name wird schon vorgeschlagen. Wo soll es hin? Sophia Test ist schon richtig eingestellt. Also wenn das schon so ist, na, dann muss ich das natürlich, brauche ich nur auf Speichern klicken. Aber es soll ja hier in Sophia Test, also gehe ich da hin und klicke auf Speichern und Antwort abgeben. Und dann bin ich eigentlich auch schon fertig mit den 8 Fragen. Jetzt kommt bei 60 Fragen schon ein bisschen Spannung. Habe ich wirklich alle 100%? Hier habe ich eben nur 89%, ne, weil die eine Frage, und zwar die mit dem Rand, ne, die habe ich falsch beantwortet und das kriegt man auch entsprechend hier angezeigt. Register Layout, Gruppe Seite einrichten und da soll ich 3 cm eintragen. Ich habe ja 4 eingetragen, damit man also sieht, wie man hier bei der Diagnose genaue Hinweise bekommt, wo man die Fehler gemacht hat. Insgesamt habe ich also 90%, bei Ausgabe vorbereiten habe ich 0%. Wenn man über 60 Fragen hat, ist das natürlich nicht so dramatisch 100% oder 0%, sondern dann kann man also auch bei 87% irgendwo bei einem Unterpunkt stehen. So, dieses hier kann man dann analysieren oder wenn es dann so ist, dass jemand gezielt Beratung braucht bei Datenbank, fortgeschrittenen Kurs, dann kann er eben sein Prüfungsergebnis drucken oder er sendet es an mich. Und dann kann er mit mir vielleicht eine Mikroschulung vereinbaren, wo ich in 2 Stunden die wichtigsten Sachen erkläre, referenzielle Integrität oder was auch immer dann bei Datenbanken eine Rolle spielt, M-zu-N-Verknüpfungen, weil das kann man sich nur schwer erarbeiten, aber solche Sachen, wie sie hier gefragt wurden, die kann man auch im Selbststudium locker sich aneignen. So, ich kann das dann auch drucken. Sie werden am Anfang auch gefragt, hat es ja eben schon gesagt, eine E-Mail-Adresse können Sie eingeben und da wird dann das gleiche Ergebnis dann auch hingeschickt. Brauchen wir ja nicht machen. Ich klicke auf Schließen und dann kann ich hier auch das Informationsblatt schließen und auch hier schließen. Und damit ist also mal gezeigt, wie so ein Demo-Test läuft und der erste Teil ist damit abgeschlossen. Zur Selbsteinschätzung von Sprachkompetenz ist Kahoo ein ideales Werkzeug und vor allen Dingen, es macht Spaß. Man kann, wenn man mit Google-Browsern arbeitet, dann kann man sich das auch ins Deutsche übersetzen. Da steht jetzt, machen Sie das Lernen großartig. Melde dich kostenlos an. Ich melde mich jetzt an. Da klicke ich auf Anmeldung.
Und bin jetzt auch angemeldet. Mit meinem Namen. Passwort brauchte ich nicht mehr einzugeben. Das muss man meistens nur einmal am Tag. Hier sehe ich auch die KHUs, die ich selbst gemacht habe, zur Medienkompetenz oder zum Teil auch nur aus Spaß. Zu meinem Geburtstag, der kürzlich stattfand, hatte ich also mir auch ein paar Fragen überlegt, die etwas anspruchsvoller waren und also auch für Bildungsbürger geeignet sind. Aber hier geht es ja jetzt um Sprachkompetenz und da kann man solche KHUs suchen. Ich habe auf Discover geklickt. Und wenn man weiß, dass der Klett Verlag was anbietet und hier den Benutzernamen Ernst Klett Sprachen, so muss ich suchen. Habe ich gerade gemacht. Es gibt 631 Resultate. Die sind aber nicht alle von Klett. Über 300 sind sicherlich. Man kann nämlich, wenn der Klett Verlag das öffentlich freigegeben hat, auch diese Fragen kopieren und modifizieren nach eigenen Wünschen und dann werden die also auch noch gefunden. So, ich habe also jetzt gesehen, es gibt hier sehr viele. Man kann sich hier beispielsweise zur Fußball-WM 2018, habe ich gerade mal raufgeklickt, anschauen, wie läuft das ab. Ja, hier kann man also normal spielen oder zu Challenges herausfordern. Das heißt ja Herausforderung, die Challenge. Und da habe ich hier die Fragen, die sehen die Schüler nicht, nur der Spielleiter oder der Lehrer kann die sehen, wenn er angemeldet ist. Und da kann man sich auch die Antworten anschauen. Was bedeutet WM? Es ist also eine ganz einfache Sache auf niedrigem Niveau hier. Ja, wo war die Fußball-Weltmeisterschaft? Also das ist mehr so zum Reinkommen, zum Aufwärmen, damit man die Leute mit KHU vertraut macht. So, das mache ich jetzt nicht weiter. Ich klicke nochmal auf Discover. Wenn ich jetzt schon weiß, wie die Lektion heißt oder welches Buch Klett einsetzt, da kann ich hier natürlich auch das da hinschreiben. Aspekte Lektion 1. Mal sehen, was ich da finde. Da ist es auch schon. Also wenn man genau weiß, dieses Buch gibt es hier in der Sammlung, dann kann man das auch genauso eingeben. So, ich habe es jetzt gefunden. Klicke darauf. Dann kann ich nämlich auch mal die Fragen sehen, die ich da gleich als Challenge anbieten will. Es sind 10 Fragen, wurde also auch schon 121 Mal gespielt von 272 Spielern. Und wenn ich hier auf Show Answers klicke, dann sieht man, welches Wort passt nicht. Das ist also schon etwas anspruchsvoller. C1 ist der Level, den man hier in Kassel nachweisen muss, wenn man an der Uni sich einschreiben möchte. Oder wenn man hier anspruchsvollere Ausbildung absolviert und man hat hinterher mit Kunden zu tun, die also Deutsch sprechen, dann sollte man also schon mindestens diesen C1-Level erreicht haben. So, es gibt hier also eine ganze Menge von Fragen. Hier muss man also wirklich dann genau lesen, was da steht, welches Verb passt. Manchmal ist es wichtig, dem stressigen Alltag auszuruhen, passt nicht, zu regeln passt nicht, zu entspannen, aber zu entfliehen passt. Sie sehen, ich habe das jetzt vorgelesen, aber hier hinten hätte es ja auch schon gestanden. Das, was die richtige Antwort ist, das sieht der Lehrer hier sofort, das ist am Haken erkennbar. Und so ist das dann auch bei den anderen Fragen, die ich dann gleich bereitstelle, damit die Kursteilnehmer das auf dem Smartphone oder auf dem Tablet machen können, wenn sie dann die KHU-App heruntergeladen haben. Die ist natürlich kostenlos. So, ich will also dieses hier jetzt als Challenge aufbereiten und in dem Moment, wo ich darauf klicke, ist es schon passiert. Hier steht es, ne, wo sich die darauf bezieht, Aspekte neu C1, Lektion 1. Dann kann ich hier noch an dem Datum was ändern. Ich kann das beispielsweise in die Zukunft verlagern auf Montag, den 14. Oktober. Mitternacht ist dann Schluss. Ne. Wenn ich dann in dem Moment auf Create klicke, dann wird der Link bereitgestellt. Dann nehme ich den hier für die Teilnehmer, die App noch nicht heruntergeladen haben.
kann ich dann kopieren und per WhatsApp verschicken. Wenn die Teilnehmer schon die App haben, dann brauchen sie nur noch die Challenge-PIN wissen, was hier unten steht. So, wenn ich das dann getan habe, klicke ich auf Dann und dann zeige ich mal in einem Video, was ich auf dem Smartphone aufgenommen habe, wie sich das dann anfühlt, wenn man das dann auch per Smartphone macht. Wobei ich dazu sagen muss, wer eben lieber mit dem Smartphone arbeitet oder der Lehrer hat in der Schule so ein Teil dabei oder ein Tablet, der kann, wenn er angemeldet ist, auch dort die Challenges anlegen. Das geht recht fix und das zeige ich also auch gleich noch vorweg auf meinem Smartphone. Ich melde mich jetzt an, starte die Kahoot-App und da wähle ich aus unten links Discover. Ich will mir also jetzt was raussuchen aus dem umfangreichen Material von Ernst Klett Sprachen. So heißt da der Anbieter. Ich sehe, ich gebe das ein und klicke dann unten auf die Lupe. Und finde hier einen reichhaltigen Fundus, hunderte von Lektionen zu allen möglichen Niveaus. Und da suche ich mir jetzt was raus, am besten Sprachniveau C1. Da haben wir es schon, Aspekte neu, C1 Lektionen. Ja, Bild braucht ein bisschen, weil ich da jetzt schnell durchgescrollt habe. Da ist es, ich klicke unten rechts auf Play und will eine Challenge bereitstellen. Das ist im Prinzip was ähnliches wie eine Hausaufgabe. Da kann ich noch die Zeit, solange die gelten soll, eintragen. So circa einen Monat maximal kann die laufen. Und dann habe ich auf Erstellen geklickt und bekomme hier eine Spiele-PIN, eine PIN, diese 0507606. Die kann ich jetzt bekannt geben per WhatsApp, per E-Mail oder einfach den Link kopieren, um ihn auf einer Webseite einzusetzen. Hier habe ich jetzt auf WhatsApp geklickt und suche mir einen Empfänger heraus. Die Telefonnummer habe ich hier abgedeckt, damit das auch nicht massenhaft WhatsApp-Nachrichten gibt an den betreffenden Kollegen. So, da unten steht die Kahoot Challenge mit dieser PIN, die ich eben gerade angelegt habe. Ich teste sie jetzt auch mal selbst, um zu sehen oder um Ihnen zu zeigen, wie sich das denn für die Teilnehmer anfühlt. Wenn Sie dann Kahoot starten, ist nicht allzu schwer, können Sie jedem in ein paar Minuten erklären. Und dann wird die PIN eingegeben. Hier in diesem Fall brauche ich das nicht mehr, weil die per WhatsApp übermittelt wurde. Da habe ich also jetzt hier drei Runden. Die erste habe ich angeklickt und kann mir hier noch ein anderes Pseudonym überlegen. Ich nehme hier mal Arno und sehe, dass es hier drei Runden gibt. Welches Wort passt nicht? Da muss man also schon den Sinn verstanden haben. C1 Level ist es ja hier. Das ist also üblicherweise das, was man braucht, wenn man hier in Kassel an der Uni ein Studium aufnehmen will als ausländischer Student, also als Student aus dem Ausland. So, kann mir hier so ein Symbol, so ein Avatar überlegen. Schon kommt die nächste Frage. Ich denke darüber nach. Was passt in die Lücke? Und Sie sehen, geht also ganz schnell, wenn man hier Muttersprachler ist, C1 Level. Wie gesagt, das ist also schon annäherndes Niveau für die Muttersprachler. Und das ist also hier, wer oben die Frage verstanden hat, der kann sich also dann ausdenken, welche Antwort da unten die richtige ist. Das heißt, das Sprachniveau muss also schon recht ordentlich sein. So, die erste Runde ist schon rum, die zweite steht an. Da geht es um Redewendungen. Muss man also hier ein bisschen nachdenken. Ich lasse das Video ja jetzt hier mal durchlaufen, damit Sie sich also was vorstellen können,
Was kommt da auf die Aspiranten zu, auf die Kandidaten, deren Sprachniveau sie vielleicht mal einschätzen wollen? Man muss sich da nicht allzu viel Mühe geben. Ich denke mal, Ernst Blech Sprachen, Schulbuchverlag, seit Jahrzehnten im Geschäft, die werden schon wissen, ob das Niveau hier angemessen ist, um da die richtige Einordnung vorzunehmen. So, weil ich mehrere jetzt hintereinander richtig geantwortet habe, habe ich jetzt also den Answers-Streak 5 schon bekommen. Ne? Das heißt, ich bekomme Bonuspunkte. Das soll also motivierend sein, dass die Leute also dann schon genau sind beim Abgeben, weil es spielt einerseits die Zeit eine Rolle und eben wie viele man hintereinander in der richtigen Reihenfolge abgibt. Jetzt sieht man also 6.283 Punkte habe ich schon am Ende der zweiten Runde. Die dritte Runde kommt und da geht es dann auch wieder ums Verständnis. Jetzt mache ich mal einen Fehler. Genau, dann sieht man nämlich, hier habe ich den Antwortstreak, ne, diese Bonuspunkte, die habe ich verloren, ja, und muss also jetzt wieder neu das aufbauen. Es gehen mir also einige Punkte verloren. Klick dann auf Next. Ja, könnte hier einen Avatar nehmen, der, nicht, der ärgerlich ist. So, hier will ich aber jetzt mal wieder richtig antworten. Folglich habe ich den Job bekommen. Das passt. Jetzt noch zwei Fragen. Dann ist es auch vorbei. Infinitiv mit zu. Mein Sohn versucht mich mit den Vorteilen eines neuen Smartphones zu überzeugen. Ja, das ist also schon, sieht man jetzt im dritten Runde einen Fehler. Eine Frage kommt noch, weil es 10 Fragen sind und trennbar oder nicht trennbar im Kriterium. Was passt mit Kritik umgehen? Marc ging mit der Kritik seiner Chefin gut um. So, das heißt also jetzt 90% richtige Antworten. Und da sieht man dann die Möglichkeit, sich auszudrücken, brauche ich Hilfe oder schwierige Fragen. Also kann man Feedback geben. Man kann sich auch den Bericht angucken und die Antworten ansehen. Ja, bis auf diese hier, die siebte Frage, alle richtig. Und da kann man dann auf dieses kleine Dreieck neben sieben Question klicken. Und dann sehe ich also auch die alternativen Lösungen. Und außer wenn wäre richtig gewesen. Ja, das ist also recht einfach. Ne? Da gibt es dann also auch für den Teilnehmer selbst Hinweis, wo er sich verbessern kann. Ich klicke hier mal auf Next. Und da hat man die Möglichkeit, noch weiter zu praktizieren, das heißt eine Korrektur zu machen, den Fehler, den man gemacht hat, zu verbessern. 9 von 10 sind ja richtig. Das heißt also, in dem Fall wird man sagen, der hat wirklich C1-Niveau. Und da sieht man dann die Frage, und wenn ich sie jetzt wieder falsch beantworte, dann kriege ich sie nochmal vorgestellt, bis dass ich es richtig mache. Hier sieht man es, jetzt war es richtig. Und da sieht man dann, es wird jetzt einen Tag gewartet und dann wird mir diese Frage nochmal vorgelegt, ob ich dann immer noch die Antwort richtig weiß. Das heißt also, man hat hier also auch eine schöne Möglichkeit zum Üben, Fehler zu korrigieren und dann, wenn man es mehrfach korrigiert hat, dass man dann also auch die Lösung behält in diesem Fall. So, das war kurzer Ausblick. Weshalb arbeitet man sich in meinem Alter noch in solche Themen ein? Es ist einfach, ich habe einfach Spaß an Herausforderungen und auch an der Optimierung von Beratungen. Das gilt schon seit der Zeit nach meinem Physikstudium, als ich im Vertrieb von Apple-Computern arbeitete. Jetzt habe ich erkannt, dass Videokonferenzen eine ideale Sache sind. Man muss nicht mehr lange anreisen. Die Technik macht es möglich. Persönliche Zusammentreffen, wie wir sie in der IHK in Kassel hatten, die sind sehr wichtig, damit man sich überhaupt erstmal kennenlernt. Aber in der Folge kann man dann doch viele Besprechungen und viele Zusammenkünfte per Videokonferenz lösen, vor allen Dingen dann,
wenn man dem anderen den vollen Einblick auf die Unterlagen auf dem Bildschirm geben kann und sich dabei natürlich auch noch sieht. Ich habe hier die Selbsttests mit Sophia und mit Kahoo gewählt. Ganz einfach, weil man damit genau festlegen kann, wo ist noch Bedarf an Schulung und Beratung oder wo kann ich mich persönlich dann noch verbessern beim Einarbeiten. Dabei ist dann vielleicht auch sinnvoll, das, was meine Beratungsleistung dann auch mit ausmacht, eine persönliche Mikroschulung abzustimmen. Das heißt, man weiß, wo man sich verbessern will, wo muss ich noch beispielsweise bei Datenbanken was lernen oder wie kann ich hier in meinem Betrieb solche Self-Assessments einsetzen. Das kann man dann auf meiner Webseite erfahren, auf die ich hier verweise. Das ist das, was ich Ihnen hier in etwas mehr als einer halben Stunde nahebringen wollte. Am besten geschieht das natürlich live in einer Videokonferenz, aber es kann ja sein, Sie hatten keine Zeit und wollen sich das dann im Nachhinein nochmal anhören. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.